Ahoi und willkommen im Kiosk. Für diesen Monat habe ich mir zwei echte Wälzer herausgesucht. Zum einen diesen Wälzer. Das ist ein wirklich fettes Ding. Fett vom Umfang und fett auch wirklich vom Inhalt auch. In den späten 50er Jahren und frühen 60er Jahren wurde ja quasi die Jugend erst erfunden. Vorher war das eigentlich mal eher so ein pickliges Zwischenstadium zwischen Kindheit und Erwachsensein. Und genau in dieser Zeit erfand sich auch eine Jugend- und Subkultur, die Mods, also junge Leute, die auf einmal Geld hatten und Zeit und ihre Zeit damit verbrachten, gute Musik zu hören, zu tanzen und sich in den Londoner Ballrooms und Clubs herumzutreiben. Der Tobi Dahm ist eher einer der Nachgeborenen in der nordrhein-westfälischen Provinz, der Ende der 80er Jahre das erste Mal Kontakt mit dieser Szene bekommt. Und dabei geht er halt so diesen klassischen Weg von Rollerfahrern, Scootertreffen und kriegt dabei aber letztendlich auch die Kurve dahin, wie ambivalent die ganze Geschichte eigentlich auch war. Also, dass auch gerade diese junge Skinhead-Szene auf dieser Kante war, sich dann teilweise auch arg ins rechte Lager abzudriften. Und das passiert halt auch Freunden von Tobi. Man kriegt halt auf eine schnelle, wirklich schöne Art und Weise dann noch eine kleine Geschichtsstunde der Jugendkulturen mit auf den Weg. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr dick, es liest sich irre schnell weg. Sehr, sehr empfehlenswert. Herausgekommen ist dieses Buch im Carlsen Verlag. Kostet 29,99 €, aber ich schwöre, es ist jeden Cent wert. Das zweite Buch heute ist eine Sammlung von Texten, die zwar weitaus theoretischer daherkommen, aber nicht minder unterhaltsam und lesenswert. Und zwar handelt es sich um ein Buch herausgegeben von den Herren Pelemann, Papenfuß und Meißner, die manchem vielleicht ein Begriff sind, vom Magazin Sonic. Angefangen hat es eigentlich mit der Idee, etwas zu machen zum 25-jährigen Jahrestag des Mauerfalls. Man hat dann aber schnell festgestellt, dass das Jahr 1984 eigentlich ein Jahr war, wo sich enorm viel an gesellschaftlichen und kulturellen Umstellungen ergeben hat. Die Texte sind wirklich sehr vielfältig. Also es gibt Texte zur Stadtbahn West, es gibt Texte zu Punk in Polen, über Punk in Israel. Für mich sehr, sehr interessant zwei Texte zum Thema Jugoslawien. Also da hatte sich ja gerade 1984 eine Künstlergruppe gegründet, die nannte sich NSK, Neue Slowenische Kunst, deren Speerspitze gerade im Popbereich war die Band Laibach. Diese Künstlergruppe hat einen starken Bezug zur jugoslawischen Geschichte und zur jugoslawischen Kultur und die auch sehr, sehr provokant damit aufgetreten ist und eigentlich immer totaler sein wollte als totalitär. Also wirklich sehr interessant, wie gesagt auch sehr theoretisch, aber man liest unter Umständen wirklich manches zum ersten Mal. Zum Beispiel war mir lange nicht bewusst, was für eine blühende Punkszene es auch zum Beispiel in Polen gab. Also wirklich uneingeschränkt empfehlenswert, dieses Buch. Also ich denke, es dürfte keinem verborgen geblieben sein, dass mir diese beiden Bücher irre viel Spaß bereitet haben und ich sie auch jederzeit wieder in die Hand nehmen werde. Und genau das möchte ich auch euch empfehlen.